was man will und was man kriegt, sind zwei unterschiedliche Dinge, Nameplayer. Das versuche ich meinem Sohn auch beizubringen. Tierfutter, da gibt das ist für mich, oder? Wenn ich nachts ein bisschen Hüngerchen kriege, stehe ich auf und gehe an den Napf. Ich habe ja noch keinen Hund, aber Napf ist schon mal da. So. Hier erstmal ernten. Wir brauchen zwei Rüben für Benny. Aber, weißer Sellerie, wir brauchen ja noch was anderes. Ich brauche immer noch Margeriten. Ich weiß keine Ahnung, wo ich so eine blöde Margeritensamen herkriege. So. Eistomaten, die gucken wir uns jetzt an, wenn sie gewachsen sind. Die interessieren mich echt mega, wie die aussehen. So. Ihr wundert euch jetzt, warum ich die immer wieder die Einzelsamen nehme. Erstens, damit ich mehr Platz behalte. Aber wir haben jetzt von Mama ja mehr Platz gekriegt. Aber trotzdem, damit halt eben ich wieder mehr Platz in meiner Tasche habe. Und andererseits sind die Einzelsamen meistens die besondereren. Also man kriegt irgendwie mehr Geld dafür, wenn man die dann verkauft. Die Erträge, die daraus wachsen. Cola, Vanille, Sio? Nee, tatsächlich ist es diesmal Pepsi. Habt ihr übrigens schon gewusst, dass Pepsi seinen Zuckeranteil gesenkt hat, ohne zu kommunizieren? Es steht nicht drauf. Pepsi hatte früher genauso viel Zucker enthalten wie Coca-Cola. Und sie haben irgendwann, sind sie auf die Idee gekommen, weil ja eben jetzt mittlerweile, glaube ich, auch diese komische Dings da drauf ist, also diese komische Anzeige von wegen, wie gesund der Inhalt ist, wird, glaube ich, jetzt bald EU-Richtlinie, dass das wirklich auf jedem Produkt dann drauf sein soll. Zumindest diskutiert man das drüber. Und dann haben sie ihren Zuckeranteil gesenkt. Es ist jetzt fast nur noch die Hälfte an Kalorien von dem, was Cola hat. Also 28 Kalorien pro 100 Milliliter hat Pepsi und 42 Kalorien pro 100 Milliliter hat Coca-Cola. Und es schmeckt tatsächlich sogar besser, finde ich, mit weniger Zucker. Es ist erfrischender. Also sollte man darauf achten. Pepsi gibt es jetzt offensichtlich, also ich weiß nicht, ob sie es nochmal ändern, aber aktuell gibt es nur noch in kalorienärmerer Variante als Coca-Cola. Nun kann Toffee Pommes aus dem Backofen machen. Kodo, du kriegst gleich kein Fresschen mehr von mir. Pommes aus dem... Ein Ei! Oh, guck mal, Jesse, du bist gewachsen. Ich sag doch, du bist fett geworden. Guck mal, wie dick. Aber sie hat ein Ei gelegt. Das ist ja schon mal was Besonderes, oder? Hier, komm, ich streichel dich nochmal. Danke fürs Ei. Sie hat mich weggeschoben, habt ihr es gesehen? Ich hab ein Ei. So. Kodo, die Kuh, die hat ja gar keinen Hunger. Gut, da gibt's auch noch kein Fresschen. So. Gut. Wäre es ein bisschen gemein, würdest du im Spiel andauernd MJ verlieren und du müsstest ihn suchen? Nö, ist doch lustig. Ist ja nicht echt. Ist doch alles gut. So, ich muss mir, glaube ich, mehr Futter herstellen. Ich habe nämlich jetzt kaum noch welches. Kann ich das gesamte Gras verwenden? Ja, mache ich jetzt einfach mal. So, ist mein Gras weg. Ist egal. Kriegen sowieso mehr als genug. So. Ich bräuchte neue Quests. Irgendwie habe ich das Gefühl, ich komme mit den Quests, die ich gerade aktuell habe, nicht groß weit. Weil ich nicht die richtigen Samen habe. Die normalen Rüben, die wir für Benny brauchen, die sind immer noch nicht gewachsen. So ein Ei. Wir verkaufen mal ein Ei. Und ein Stein. Ja, den können wir auch verkaufen. Gut. Pommes aus dem Backofen kriegt man genauso knusprig wie aus der Fritteuse. Genau. Also das habe ich alles schon ge... Du kriegst es vielleicht genauso knusprig, aber es schmeckt nicht so gut. Pommes... Müssen wir diese Diskussion jetzt ernsthaft nochmal führen? Pommes frittiert schmecken anders als Pommes aus dem Backofen. Und Punkt aus Ende. Da kann nichts mehr Besseres kommen. Das geht nicht. Das funktioniert nicht. So, was ich jetzt machen möchte, ist, wenn wir noch ein bisschen Zeit haben, ich will jetzt in das neue Gebiet, was wir noch gar nicht begutachtet haben. Vielleicht finden wir ja da neue Sachen. Letztes Mal haben wir festgestellt,
dass wir hier rüber können und ins neue Gebiet, um uns Kokosnüsse beispielsweise zu holen. Deswegen möchte ich das jetzt heute mal ein bisschen weiter erforschen. Toffi, der Nachwuchsstähler, weil eigentlich kommt ja aus Eiern ein anderes Huhn. Nee, es muss befruchtet werden. Und dieses Huhn kann nicht befruchtet worden sein. Jessie konnte nicht befruchtet worden sein, weil kein anderes Hühnchen da war. Und in diesem Sinne kann dieses Ei nicht zum Küken werden. Beziehungsweise, das Ei kann keine Küken beherbergen. So, jetzt bin ich mal gespannt. Was ist das hier? Sonnenblumensamen, oh cool. Was ist das? Hier kann man nur rumlaufen. Sieht halt einfach nur hübsch aus, oder wie? Komisch. Na gut, hübsche Stellen, hübsche Fleckchen im Spiel gibt's halt auch, ne? Ich werde jetzt etwas weniger schreiben, weil ich nebenbei Schule machen muss. Toda, ich wünsche dir viel Erfolg. Schule ist wichtig. Bitte tu das. Toda, tu das. Backofenpommes sind bar. Carina, du sprichst mir aus der Seele. Die sind echt nicht lecker. Meine Oma hat die früher gemacht, weil sie halt keine Fritteuse hatte. Ich glaube sowieso, dass Fritteusen eigentlich immer noch zu den wenigen Gerätschaften gehören, die im Haushalt nicht zu finden sind. Weil viele Leute unterschätzen wie... Oh, Spargel! Wir brauchen Spargel für eine Quest. Sehr, sehr schön. Weil viele Leute halt einfach den Wert einer Fritteuse noch nicht erkennen. Aber tatsächlich braucht man eine Fritteuse für viele Sachen, wenn man gerne auf solche Sachen steht. Ananas können wir jetzt auch kriegen. Sehr schön. Oh, also die Kokosnüsse. Das ist bestimmt mein Sack gleich wieder voll. Und dass die Minimap direkt hinter deiner Cam ist, ist mir jetzt erst aufgefallen. Ja, aber die ist nicht wirklich notwendig. Bei dem Spiel ist es wirklich nicht notwendig. Ich hatte auch schon überlegt, mir ist es auch aufgefallen, als ich die Videos geschnitten habe. Hab auch überlegt, soll ich sie jetzt nach links packen? Aber das ist nicht wirklich notwendig. Da sieht man kaum was. Das ist verschwunden! Ist das ein erster Dungeon? Wenn es überhaupt Dungeons gibt? Was sagst du dazu, Opa? Der heißt Diva. Vielleicht ist er ein Hermaphrodit? Diva? Okay, also Diva. Ich bin Diva von den Maulwurfsbrüdern. Maulwurfsbrüdern. Entschuldigung, man muss es so sprechen, das sind ganz viele R. Wenn du Hilfe brauchst, musst du mit meinem großen Bruder Ras reden, ja? Der hat so gesprochen. Da waren ganz viele R. Ich liebe Pommes in der Heißluftfritteuse. Grundsätzlich kann ich mir auch vorstellen, dass es vielleicht auch irgendwie die Möglichkeit gibt, es irgendwie noch interessanter zu gestalten. Im Sinne von, dass es in irgendeiner Art und Weise dann doch schmeckt oder so. Also was ich mit einem Kilo Ketchup drauf oder so. Aber ich finde, es geht halt nichts über wirklich fett frittierte Pommes. Da geht nichts drüber. Da fehlt ein I für Diva. Ja, schon, aber wie soll man es denn sonst aussprechen? DVA? Da muss doch Dva. Dva oder Diva. Man hat ja gesehen, wie es bei Link's Awakening gelaufen ist. Es ist also mal schauen, wie es da läuft. Ach so, mit dem Dungeon meinst du? Oh Gott, bitte nicht. Dieses Spiel ist bis jetzt noch nicht einmal abgestürzt. Ich bin sehr stolz. So, ab ins Bett, Leute. Wir haben keine Zeit mehr. Wir müssen dringend schlafen. So. Speichern und schlafen. So. Lady June, hallo. Ich hoffe, dir geht es gut. Wir haben gerade wieder mega Spaß. Wir haben eine neue Kuh gekauft. Und zwar Kodo die Kuh. Und Kodo ist sehr begeistert davon. Er freut sich darauf, dass er eine Kuh ist. Auch im Real Life macht er jetzt nur noch Mu. Okay, wir haben viele neue Samen zu pflanzen, aber ich kümmere mich natürlich erstmal um meine Tierchen. Und ich krieg ein Ei. Ja, schön. Ja, ein Hühnchen. Jessie geht's gut, das ist schön. Kodo geht's nicht so gut, der ist hungrig. Und dreckig mal wieder. Guck's dir an, was da runterkommt. Kodo, du kleines Schweinchen.
Du bist ja eine Kuh, Entschuldigung. In 99% der Fälle stürzen nur Spiele von Third-Party-Spielen ab. Glaubst, dass das zusammenhängt, weil quasi der eigene Entwickler, also wenn Nintendo jetzt eigene Spiele entwickelt, dass die das dann so gut testen, dass das halt eben, dass das halt nicht mehr stattfinden kann? Also ich würde es jetzt in Frage stellen, ob das wirklich so ist. Wie geht's eigentlich unserem Baum? Wir müssen ja da hinten noch unsere Bäume gutachten. So. Aber trotzdem, jetzt hier, die ganzen neuen Samen. Karotten zum Beispiel haben wir noch nicht gehabt. Sonnenblumen. Sehr schön. Ich drücke immer in die falsche Richtung. Aubergine, haben wir die schon gehabt? Ich glaube auch noch nicht. Ah, Ananas. Ja, Ananas. Sehr schön. Gut, dann gießen. Wie findest du das Spiel? Tatsächlich finde ich dieses Spiel echt beruhigend und schön. Es macht Spaß. Aber, wie ich letztes Mal schon erwähnt habe, auch nur im Zusammenhang mit dem Stream kann ich das jetzt so bestätigen. Wenn ich jetzt nicht streamen würde und mit euch reden würde, weiß ich nicht, ob ich so viel Spaß hätte. Es ist tatsächlich anfangs, jetzt gerade am Anfang, ein bisschen undurchsichtig. Also du hast jetzt diese Felder hier und kannst mehr auch erstmal nicht machen. Du kannst keine weiteren Felder dazu holen. Entweder habe ich es noch nicht verstanden oder es geht wirklich noch nicht. Du kannst Aufgaben von anderen annehmen, die sind aber eigentlich immer gleich. Von wegen, ja, ernte das und ernte dies und ernte jenes. Ich würde mir ein bisschen mehr wünschen, dass man den Hof ein kleines bisschen gestalten kann. Das ist jetzt aktuell noch nicht der Fall und jetzt langsam kommt bei mir der Punkt, an dem ich mir das wünschen würde. Tutorial-Phase ist jetzt quasi abgeschlossen. Wir haben verstanden, wie das Spiel in seinen Grundfesten funktioniert. Und jetzt wäre es schon schön, wenn wir mal was anderes machen könnten, das uns ein kleines bisschen mehr Tiefe für das Spiel gibt. Ich kann jetzt noch Tiere dazu holen, aber das macht es jetzt auch nicht gerade viel, ja, viel farmreicher, sage ich jetzt mal. Mir ist übrigens egal, ob, das Hauptmenü des Toffee-Simulators schön ist oder hässlich. Nein, das darf dir nicht egal sein. Ich bin ja auch schön. Und es ist mir nicht egal. Und es ist ja der Toffee-Simulator. Solange ich hübsch bin, muss der Toffee-Simulator auch hübsch sein, oder? Macht Sinn. So. Jetzt haben wir da alles erledigt. Soll ich dann jetzt als nächstes in den Dungeon gehen? Wahrscheinlich, oder? Das wäre am sinnvollsten. Wir verkaufen noch ein paar Sachen und dann gehen wir in den Dungeon. Ich denke, das ist gut. So, nee, die Rübe müssen wir behalten. Die ist wichtig. Kokosnüsse können weg. Die können auch weg. Die bringt zwar nicht viel, aber können trotzdem weg. So, gut. Dann ab zum Dungeon. War kurz weg. Bist du schon über die Brücke oben rechts gewesen? Ja, jetzt gerade eben. Und wir gehen wieder zurück, denn wir haben einen Dungeon entdeckt. Oder halt zumindest eine Höhle. Und gucken, was da drinnen zu finden ist. Das wollen wir jetzt als nächstes machen. Ich spiele hier haufenweise Third-Party-Spiele und einige sind auch mittendrin abgeschmiert. Ja gut, aber ich meine, das... Ich glaube tatsächlich, dass das halt auch geschuldet ist, dass heutzutage viel zu viele Entwickler unter Druck stehen. Nicht nur die großen Entwicklerstudios, auch die kleinen, die wollen halt irgendwie immer schnell ihr Zeug raushauen, wenn sie schnell das Geld verdienen wollen, sage ich jetzt mal. Man sieht, das beste Beispiel ist Bluefire. Es ist ein Spiel, das meiner Meinung nach sehr, sehr gut durchdacht ist und man hat sich viel Zeit und Mühe gegeben. Das merkt man auch, wenn man das spielt. Es ist aber tatsächlich noch nicht fertig. Ich warte seit heute auf ein Update, das die meisten Spielabstürze, die ich in diesem Spiel erlebt habe, und es waren nicht wenige, behebt. Und bis jetzt kam nichts. Genauso wie Rogue Heroes. Ich kann dieses Spiel mit Brownie fast gar nicht mehr spielen, weil es echt oft Fehler beinhaltet, die das Spiel unmöglich zu spielen machen. Und das im wahrsten Sinne des Wortes. Wir kamen nicht vorwärts. Und deswegen, ne, ein bisschen schade. So. Erster Dungeon, Leute. Okay, hier ist nichts. Kann ich die schon abbauen? Tatsächlich, ja. Ich habe einen Stein. Oh, jetzt kann ich eine Etage tiefer.
Ich habe einen Stein gekloppt und daraus entsteht eine Leiter. Das macht Sinn, oder? Dann war hier schon lange keiner mehr drin. Bei Studios wie Blizzard oder Square Enix ist bis jetzt nichts geschehen. Hatte ich schon mal bei Square... Doch! Final Fantasy 15 habe ich sogar aufgenommen. Final Fantasy 15 ist mir das Spiel einmal richtig hardcore abgeschmiert. Und auch bei anderen Final Fantasy Spielen ist mir das Spiel schon mal abgestürzt. Also Square Enix macht das auch nicht unbedingt perfekt. Da habe ich auch schon mal Pleiten erlebt. So, aber bis jetzt scheint die Höhle ziemlich simpel zu sein. Wir müssen lediglich irgendwelche Steine abbauen. Keine Gefahren, keine Rätsel. Bis jetzt ziemlich simpel. Also gut, ist natürlich ein Farming-Spiel. Von dem her sollte man jetzt nicht unbedingt gerade das geilste Gameplay erwarten, wenn man in so eine Höhle geht. Aber ein bisschen mehr hätte ich jetzt schon irgendwie gedacht. So, da ist nichts mehr. Meine Herzen gehen mir halt langsam flöten. Ich weiß nicht, wie weit ich noch reingehen kann. Nicht, dass ich bald verrecke hier. Gut, dass ich jemand bin, der jede 10 Minuten speichert. Tatsächlich, das habe ich bei Red Dead Redemption 2 erlebt. Da habe ich die Autospeicherfunktion ausgeschalten. Fragt mich nicht, wieso. Ich habe sie irgendwie ausgeschalten. Wegen was auch immer. Und habe 2 Stunden gespielt und habe mich verbuggt im Spiel. Ich kam nicht mehr weg. Das war richtig bitter. Ich musste 2 Stunden nachholen. 2 Stunden Spielzeit musste ich nachholen. Das war echt fies. Wie tief geht es denn hier rein? Es geht wahrscheinlich bis ins Unendliche, oder? Ja, guck mal hier. Ich muss aber jetzt dann raus, Leute, weil mir geht meine Ausdauer flöten. Ja, du bist müde. Kristallrohr. Noch schnell was hauen hier. Bevor ich sterbe. Eisenerz. Okay. Ja, wir müssen raus hier. Sonst sterbe ich noch. Ich weiß nicht, was passiert. Ist man dann wirklich Game Over? Ach, zum Eingang. Ach, man kehrt direkt zum Eingang zurück. Okay, das ist gut. Das finde ich echt gut. Ich habe ein bisschen die Befürchtung gehabt, muss jetzt jede Leiter nochmal hochkraxeln. Das ist echt gut. Die Mine ist relativ klein. Oh nein, und ich habe das Ende noch nicht erreicht. Weil mir das Herz fehlt. Shit, shit. Ich spiele auch Final Fantasy Spiele, aber hatte keinen Absturz, aber kein FF15 gespielt, da ich es nicht gut finde. Ja, da habe ich allerdings einen Absturz erlebt. Und ich glaube auch... Oh, ein Kätzchen. Nee, das ist ein Ozelot. Zählt doch als Katze, oder? Also es gibt einige Final Fantasy Spiele oder halt Square Enix Spiele, die bei mir schon abgeschmiert sind. Du bist sehr müde. Ja, ich mach mich noch auf den Heimweg. Was soll ich denn machen? Ich kann ja leider nicht fast travel. Ich habe auch noch kein Pferd. Wenn wir ein Pferd hätten, dann wäre es natürlich angenehmer. Aber dafür fehlt mir das Geld. Außerdem ist es 9.40 Uhr nachmittags. Gut, so ein Leben auf dem Bauernhof ist schon anstrengend. Das muss ich fairerweise dazu sagen, aber man kann ruhig mal ein bisschen länger aufbleiben, oder? So. Ich musste auch einmal 2 Stunden in einem Spiel nachholen, weil es keine Autospeichern hatte und ich einfach ausgemacht hatte, ohne zu speichern. Eigene Schuld, aber Xenoblade 2 nochmal 2 Stunden zu spielen, war nicht so schlimm. Na, eins deiner Lieblingsspiele, ne? Ich habe gesehen, du spielst es in letzter Zeit wieder. Wahrscheinlich wegen dem DLC, hast wieder ein bisschen Lust gekriegt, ne? Kann ich verstehen. Geht mir oft auch so mit solchen Spielen, wenn ich das irgendwo sehe. Ganz schlimm ist es, wenn ich Let's Plays sehe. Wenn ich Let's Plays von irgendwelchen Leuten sehe, die ein Spiel spielen, will ich das Spiel meistens auch spielen. Natürlich, wenn ich halt generell schon Interesse daran habe. Also wenn ich jetzt irgendwo Gameplay zu Call of Duty bekommen oder sowas, habe ich keinen Bock auf das Spiel. Trotzdem nicht, weil es halt einfach nicht mein Spiel ist. Aber so geht es mir halt oft bei Let's Plays. Da kriege ich dann so mega Bock auf das Spiel. Und das ist manchmal echt fies. So, was haben wir noch Schönes? Rote Rüben. Spargel braucht man noch viel, ne? Ich glaube, ich sollte... Ja, genau, den Spargel sollte ich unbedingt noch anpflanzen. Gießkanne leer.
Ja, wegen dem DLC. Ja, siehst du? Wegen Pyra, Kartoffelpyra. Und Mythra. Ich sag jetzt, eigentlich müsste ich nur wegen Toda einfach jetzt nur noch Pyra und Mythra sagen. Pyra und Mythra, damit er sich aufregen kann, wie ich das ausspreche. Na, ratet mal, was ich mir gerade gekauft habe. Entweder dieses Spiel hier oder Xenoblade Chronicles 2 oder den DLC von Smash Bros. Über was anderes. Wobei, Final Fantasy haben noch geredet. Das kann es auch sein. Ich habe fast jedes Final Fantasy auf der Switch, außer eben 15. Ja, ich finde 15 gar nicht mal so schlimm. Wobei die Pocket Edition von der 15, die kann es wirklich in eine Tonne treten. Davon würde ich abraten. Also die Pocket Edition von der Final Fantasy 15 habe ich auch schon mal angetestet. Die ist leider wirklich nichts. Vor allen Dingen, wenn du halt das Original schon gespielt hast, ist sie gar nichts. Das würde jedem abraten. Das ist kein gutes Spiel. Vor allen Dingen für den Preis. Da zahlt sie, glaube ich, auch noch über 20 Euro für das Spiel. Und das ist es nicht wert, wirklich nicht. Na, da. Gießkanne leer. So, jetzt muss ich aber echt mal wirklich zu meinen Bäumen gehen und gucken. Weil so langsam habe ich ein bisschen das Gefühl, dass das sonst nichts mehr wird mit den, mit dem Holz, mit dem speziellen Holz. Kodo, du bist schon wieder dreckig. Guck's dir an, du Schweinchen. Unglaublich. Aber guck mal, du bist sehr glücklich. Du liebst mich. Du liebst die Art und Weise, wie ich mit dir umgehe. Kann ich die eigentlich auch striegeln? Nee, die kann nur hochheben. So. Diesmal hat sie in eine andere Box gelegt. Ob das was aussagt? Muss ich die Box sauber machen? Nee, ne? Mein Rucksack ist voll! Willst du mich verarschen? Jetzt habe ich schon so einen riesen Rucksack und der ist voll? Na, Harvest Moon natürlich. Ja, siehste, Franzi. Ja, gut. Aber es macht auch echt Spaß, wirklich. Ich glaube, wenn ich jetzt nicht streamen würde, dann würde ich tatsächlich wahrscheinlich auch bei einem anderen als Let's Play zuschauen, während ich spiele, oder bei einem Livestreamer. Würde ich tatsächlich sogar auch machen, weil ich finde, das bietet sich bei diesem Spiel einfach wirklich sehr gut an, nebenher man selber spielt. Das habe ich früher immer so wahnsinnig gerne gemacht. Aber jetzt mache ich YouTube und Twitch halt selber intensivst. Und da erübrigt sich das Ganze, dann kann ich ja einfach selber live gehen. So, was kriege ich dafür? 20 für Kohle. Bronzeerz nur 20. Ich weiß, wahrscheinlich kann ich das später noch irgendwie gebrauchen, aber aktuell brauche ich das Geld dringender. Deswegen verkaufe ich die Sachen jetzt schon mal. Nicht wundern, Leute. Wie viele Spiele hast du insgesamt? Julaika, frag mich. Frag mich. Es sind viel zu viele. Auf der Switch, allein auf der Switch, habe ich über 100 Spiele. Und das ist nicht die einzige Konsole, die ich habe. Es sind viel zu viele. Ich bin halt Sammler, sage ich ja. Reiseurmel! Guten Mittag. Du da alleine. Was? Ich bin noch nicht allein. Ich habe hier viele Leute im Chat. Okay, die Bäume wachsen aber trotzdem noch. Das ist gut. Ich habe ein bisschen Angst gehabt, dass die nicht wachsen. Maissamen. Süßkartoffelsamen. Brauche ich alles nicht. Kartoffelsalami. Mhm. Möchte jemand ein bisschen Kartoffelsalami? Mir gefällt generell nicht in 15, wie die Bestie aussehen. Doch, die finde ich eigentlich ganz cool vom Design her, tatsächlich. Ich habe mir nach gestern Stardew Valley gekauft. Carina, du wirst lachen. Gestern Abend im Bett habe ich noch drüber nachgedacht. Kaufst du dir jetzt Stardew Valley? Ich habe noch drüber nachgedacht. Habe es aber erstmal gelassen, weil ich ja jetzt hier mit dem Spiel noch richtig beschäftigt bin und es unbedingt heute weiterspielen wollte. Da habe ich es erstmal gelassen. Aber ich habe wirklich genauso nachgedacht. Wirklich. Mit wie vielen Jahren hast du angefangen zu zocken? Das ist bei mir eine spezielle Geschichte. Tatsächlich habe ich damals angefangen mit dem Super Nintendo und mit dem Game Boy und mit der PlayStation etwas später. Da war ich... Oh Gott, lass mich lügen. Wie alt war ich da? So circa
8, 9 Jahre, da habe ich meine ersten Spiele gespielt. Und mit so 11, 12 rum habe ich das erste Spiel gekriegt, und zwar Pokémon. Das war mein erstes großes Spiel. Pokémon war mein erstes großes Spiel, was ich alleine besessen habe und was ich alleine gespielt habe. Und was wirklich nur für mich gewesen ist. Pokémon Rot. Und da habe ich angefangen. Und da habe ich auch andere Spiele gespielt, wie beispielsweise... Soll ich jetzt einen Hund oder ein Schaf kaufen? Für beides reicht's nicht. Ich nehme noch ein Schaf. Da haben wir mehr Erträge. Aber wie nenne ich es? Okay, ich gehe gleich auf das Thema wieder ein. Wie nenne ich das Schaf? Das Schaf Gabby. Sean vielleicht. Uschi. Uschi das Schaf. Ursula. Okay, ich habe jetzt eine ganz tolle Idee. Damit es ein bisschen spezieller als Uschi und Ursula ist, nenne ich es... Uschila das Schaf. Soll noch immer jemand sagen, Toffi ist nicht kreativ. Toffi hat jetzt Uschila das Schaf. Oh Gott. So, ich würde ja gerne nochmal in die Höhle gehen. Aber tatsächlich... tatsächlich ist es, glaube ich, erstmal noch nicht notwendig. Aber die anderen Samen finden wäre vielleicht auch gar nicht so schlecht. Ich gehe mal kurz nochmal hier in den Laden rein. Und schau mal ganz kurz, was der mittlerweile... Hat er vielleicht ein bisschen andere Sachen noch mittlerweile? Holz. Ja, guck, das ist neu zum Beispiel. Er hatte bisher noch keine rote Paprikasamen. Nee, aber er hat nichts Besonderes tatsächlich. Ginkgo-Spross mehr hat er nicht. Nee, da kann ich nicht wirklich mich viel mit anfangen. So. Schade. Ich hätte gern mehr von ihm gekriegt. Dann gehe ich jetzt hier noch ein bisschen auf Samensuche, denn wir brauchen Margaritensamen und die finde ich tatsächlich hier in dem Anfangsgebiet. Und die brauche ich noch unbedingt, sonst kann ich die eine Quest nicht erfüllen. So heißt meine Schwester. Was, Robin? Oder Uschila? Ach, guck mal. Ach, guck einer an. Jetzt hab ich aber keine Gräser mehr für dich. Könnt ihr euch noch erinnern, sie wollte Gras von mir. Aber die war nie zu Hause. Was hat sie gerade gesagt? Du bist sicherlich verschroben? Hat die mich verschroben genannt? Die alte Pinklocke? Und du bist... Bah! Okay. Jetzt habe ich es aber gegeben, oder? Verschroben. Der bringe ich überhaupt nichts mehr. Von wegen Quest abgeben. Ich gebe dir überhaupt nichts. Ein Arschtritt, höchstens. Wenn ich mal gute Laune habe. Die wird immer unsympathischer, ne? Die ist weird, aber wirklich. Die alte wieder. Mh. Die fragt mich, könntest du mir Gras bringen? Dann gehe ich zu ihr hin, um zu gucken. Oh ja, ich könnte ja mit ihr nochmal quatschen. Über das Gras vielleicht. Du bist verschroben. Blöde Kuh. Naja. Okay. Dann würde ich sagen, geh mal ins Bett. Achso, beziehungsweise, kann ich noch was verkaufen? Oh ja. Stimmt, das habe ich ja alles aufgenommen. Alles, was ich nicht brauche, kann weg. So. Ab ins Bett. Ab ins Bett. Wahrscheinlich raucht sie das Gras auch noch. Ja, die hat schon Entzugserscheinungen, deswegen ist sie so auch so beleidigend, ne? Bist du verschroben? Ich brauche mein Zeug.